Die schlauen Tiere. Als der Erdgeist die Welt erschuf, gab er nur den Menschen List und Verstand. Die Tiere aber liefen dumm und arglos im Wald umher. Sobald sie einen Jäger erblickte, tötete er sie. Schließlich konnte der Erdgeist es nicht mehr länger mit ansehen, wie die armen Tiere umkamen. Und so befahl er seinen Boten, einen großen Sack voller Verstand zu nehmen und den Tieren zu bringen. Der Bote machte sich auf den Weg, und als er auf der Erde angekommen war, stellte er den Sack beim ersten Baum ab. Dann legte er sich zur Rast ins Gras. Da kamen der Schakal und der Hase herbeigelaufen. »Bruder, siehst du den Sack? Vor einem Weilchen hat ihn ein Mensch hierher gestellt. Komm, wir wollen ihn nach Hause tragen.« Der Hase versuchte, den Sack aufzuheben, aber er war zu schwer. Auch der Schakal konnte ihn nicht heben. »Lehn den Sack an den Baum, dann krümme deinen Buckel und lade ihn dir auf«, ließ sich die Schildkröte vernehmen. Der Schakal tat, wie ihm die Schildkröte geraten, und tatsächlich gelang es ihm, sich den Sack auf den Rücken zu laden. Heidi, ging es damit in seinen Bau. Der Hase und die Schildkröte begleiteten ihn. Dort öffneten die Tiere den Sack und sahen, dass er mit Verstand gefüllt war. Sofort nahm sich der Hase eine Handvoll raus. Und die Wirkung blieb nicht aus, denn seit der Zeit ist er so klug und wachsam, dass er sogar mit offenen Augen schläft. Auch der Schakal nahm sich eine Handvoll Verstand, die Schildkröte gleich zwei. Auch der Fuchs holte sich eine Handvoll und die anderen Tiere holten sich auch alle ein bisschen Verstand. Weil sich aber Schildkröte, Hase und Schakal und Fuchs am meisten aus dem Sack genommen hatten, ist es ganz natürlich, dass sie bis zum heutigen Tag die klügsten Tiere sind. Vor langer Zeit waren die Schildkröte und der Leopard gute Freunde. Sie kochten sich Spinat und gingen gemeinsam baden. Eines Tages aber sagte der Leopard: »Ich bin des Spinats schon überdrüssig. Ich möchte Fleisch fressen. Komm, Schildkröte, wir wollen auf die Jagd gehen.« Die Schildkröte war einverstanden und so gingen sie in den Wald. Dort flochten sie sich zuerst aus Zweigen und Reisig eine Hütte, dann bauten sie eine Falle und stellten die auf. Sie hatten Glück. Gleich am ersten Tag fingen sie eine Antilope. Auch am zweiten Tag ging ihnen eine Antilope in die Falle und am dritten Tag ebenfalls. Sie aßen so viel Fleisch, wie sie nur essen konnten. Aber immer noch blieb eine große Menge übrig. »Weißt du was, Schildkröte?« sagt der Leopard. »Wir wollen das Fleisch für unsere Frauen und Kinder nach Hause tragen.« Die Schildkröte nickte. Sie flochten zwei große Körbe, den einen für den Leoparden, den anderen für die Schildkröte, legten das Fleisch hinein und bedeckten es mit Blättern. Denn niemand sollte sehen, was sie trugen. Dann legten sie sich schlafen, denn am nächsten Tag wollten sie frühzeitig den Heimweg antreten. In der Nacht aber erwachte die Schildkröte und dachte: »Wozu braucht der Leopard das Fleisch? Der kann das Wild jagen, so oft und so viel er will. Ich aber kann das nicht.« Und als sie sah, dass der Leopard fest schlief, nahm die Schildkröte das Fleisch aus seinem Korb und tat es in den eigenen. In den Korb des Leoparden aber legte sie stattdessen Steine. Und dann deckte sie wieder Blätter darüber, denn der Leopard sollte ja nichts merken. Am nächsten Tag machten sich der Leopard und die Schildkröte auf den Heimweg. Sie gingen gemeinsam bis zum Waldrand und dort nahmen sie voneinander Abschied. Als der Leopard in seine Höhle kam, kochte seine Frau gerade Spinat. »Wirf den Spinat weg! Ich kann den nicht mehr sehen! Hier bringe ich dir einen ganzen Korb voll Fleisch!« »Ja, das gibt ein feines Essen«, rief der Leopard und nahm die Blätter von seinem Korb. Doch ach, statt des Fleisches lagen lauter Steine darin. »Da hat mir doch die durchtriebene Schildkröte einen bösen Streich gespielt«, brüllte der Leopard und eilte davon, um sich an der Schildkröte zu rächen.
Natürlich hatte die kluge Schildkröte nicht auf den Leoparden gewartet. Nein, die hatte längst das Weite gesucht. So sehr sie der Leopard auch suchte, er fand sie nie. Und so schwor er dem Geschlecht der Schildkröten ewige Rache. Sobald er auf seinen Streifzügen eine Schildkröte traf, fraß er sie unbarmherzig auf. Nur den Panzer, den ließ er übrig. Eine Antilope stolperte einst über eine Schildkröte und warf sie einfach um. »Kannst du nicht Acht geben, wohin du läufst?« herrschte die Schildkröte sie an. »Ich laufe so schnell, dass ich gar nicht alles sehen kann, was vor mir ist«, entgegneten die leichtfüßige Antilope. »Darauf brauchst du dir nicht so viel einzubilden«, bemerkte die Schildkröte verärgert. »Wenn ich will, kann ich noch viel schneller laufen als du.« »Das glaube ich nicht«, versetzte die Antilope. »Gut«, meinte die Schildkröte, »in 3 Tagen wollen wir auf dieser Wiese um die Wette laufen. Und dann wird sich herausstellen, wer gewinnt.« Die Antilope willigte ein. Die Schildkröte aber suchte alle verwandten und bekannten Schildkröten auf und bat sie, in 3 Tagen zur langen Wiese zu kommen und sich dort in Abständen am Wegrand aufzustellen. »Und wenn die Antilope an euch vorbeirennt, dann müsst ihr ihr zurufen: Schneller, lauf schneller, ich hab dich schon überholt«, erklärte sie ihren Brüdern und Schwestern. Die Schildkröten versprachen, alles so zu machen. 3 Tage später trafen sich die Antilope und die Schildkröte auf der langen Wiese. Das Wettrennen begann. Eigentlich aber lief nur die Antilope. Die Schildkröte legte sich ins Gras. Und während die Antilope rannte und rannte, erschien am Weg immer wieder eine Schildkröte und die schrie: »Schneller, lauf doch schneller, ich hab dich schon überholt.« Noch vor dem Ziel gab die Antilope das Rennen auf. Beschämt lief sie davon. Die Schildkröte stritt einmal mit einem Elefanten. Sie sagte: »Du brüstest dich in einem fort mit deiner Kraft. Dabei bin ich viel stärker als du.« »Du willst stärker sein?« lachte der Elefant. »Das musst du mir beweisen.« »Gut«, entgegnete die Schildkröte, »wir wollen mal Tau ziehen. Morgen bringe ich einen Strick aus Lianenranken und dann wird es sich schon herausstellen, wer der Stärkere ist.« Darauf begab sich die Schildkröte zum Nashorn und sprach zu dem: »Oh, du brüstest dich in einem fort mit deiner Kraft. Dabei bin ich ja viel stärker als du.« »Du«, lachte das Nashorn, »das musst du mir beweisen.« »Nichts leichter als das«, sagte die Schildkröte. »Morgen bringe ich einen Strick aus Lianenranken und wir werden Tau ziehen.« Am nächsten Tag brachte die Schildkröte tatsächlich den Strick und gebot dem Elefanten: »Halt ihn an diesem Ende. Und wenn ich rufe, ja, dann musst du ziehen. Der Stärkere wird den Schwächeren zu sich herüberziehen.« Dann ging sie zum Nashorn, führte es zum anderen Ende des Strickes und sagte auch ihm, es solle ziehen, sobald sie ihm ein Zeichen gäbe. Da es im Wald dunkel und der Strick lang war, konnten der Elefant und das Nashorn einander nicht sehen. »Zieh«, rief die Schildkröte. Der Elefant und das Nashorn zogen aus Leibeskräften, aber so sehr sie sich auch anstrengten, keinem von beiden gelang es, den Gegner zu sich herüberzuziehen. Und als es Abend wurde, da zogen sie noch immer. Da rief die Schildkröte: »Genug!« Und dann ging sie zum Elefanten und sagte: »Wir wollen lieber aufhören. Du siehst, dass wir beide gleich stark sind.« Dem Nashorn sagte sie dasselbe. Da die Schildkröte jetzt gesehen hatte, wie einfach es war, den Elefanten und das Nashorn anzuführen, versuchte sie es später auch bei den anderen Tieren. Und wenn sie nicht gestorben ist, probiert sie das noch heute.